Einen wunderschönen guten Morgen. Wir starten den Vlog heute auf dem Sessellift. Ich kann gleich nochmal die Kamera drehen. Ich kann das ganz erwarten. Was kannst du nicht erwarten? Ich kann das ganz erwarten, habe ich gesagt. Okay. Wir fahren jetzt auf so einen Berg hier hoch. Wir sind echt nicht weit weg von unserer Unterkunft. Wie es gewackelt hat. Und ich drehe jetzt gleich mal die Kamera und zeige euch dann hier, daneben ist eine Strecke mit der Sommerrodelbahn, da werden wir dann runterfahren und zwischendrin noch ein Stück laufen, weil die Sommerrodelbahn beginnt erst ab der Mitte des Berges. Oben gibt es irgendwie ein Gasthaus und einen Spielplatz. Ins Gasthaus müssen wir jetzt nicht unbedingt, das ist zwar irgendwie schon wieder Mittagszeit, glaube ich, bald, aber... Ich würde sagen, mal sehen, ob wir da rein müssen. Aber wir haben Essen mitgenommen und ja... Der Spielplatz ist vermutlich eher interessant. Genau, ich glaube, an Wanderstrecke sind es 1,5 Kilometer, aber wie gesagt, es ist ja nur bergab. Und ich zeige euch das jetzt mal aus der anderen Perspektive. Also, wir sitzen hier so schön, ne? Hier geht's hoch und hier drüben ist die Sommerrodelbahn. Und hier? Da ist die Talstation, da unten steht irgendwo unser Auto. Hm? Na, das sieht man nicht. Doch. Echt? Wegen dem weißen Skoda. Okay. Und da geht's hoch. Ich weiß nicht, ob das hier die Mittelstation ist, wo man mit der Sommerrodelbahn startet. Keine Ahnung. Genau, mal gucken. Wer sagte, wir fahren jetzt hier 20 Minuten hoch. Aber das ist auch nicht windig oder so, deswegen ist es eigentlich voll angenehm. So, wir haben es geschafft, wir sind oben angekommen. Ich zeige euch jetzt mal, hier gibt es so Aussichtsplattformen, da kann man runter gucken. Ich zeige euch jetzt mal die Aussicht, auch wenn es halt schon noch ganz schön riesig ist, wie man da hinten sehen kann. So, also der Sessellift fährt da und man sieht hier jetzt gar nicht die Talstation und nichts, aber auf jeden Fall ist hier eigentlich ein ganz guter Ausblick. Aber wir gucken hier ins Flachland, weil die Alpen sind ungefähr genau da in die Richtung. Also der Ausblick ist eher so Richtung, okay, da sind ein paar vereinzelte Berge, aber wir gucken in die falsche Richtung. Und wir laufen jetzt hier einen Entdeckerpfad, also irgendwas für Kinder vermutlich, runter. Und wir haben auch schon die Mittelstation von der Sommerrodelbahn gesehen. Da ist so ein Typ, der hatte an seinem Ding, also seiner Sommerrodelbahnfahrt, Dings, unten so ein Wischlappen dran und hat damit die Spur geputzt. Wir haben auch noch ganz schön viel Zeit, die öffnet erst 13 Uhr und wir sind jetzt hier irgendwie, ist jetzt kurz vor 11 oder so, aber ich glaube, wir haben jetzt auch nicht so das Tempo hier runterwärts. Ich glaube, wir brauchen schon noch ein ganzes Stück. Es sind 15 Grad laut Anzeige, aber es fühlt sich, das ist mein Kaffee, ja. Aber es fühlt sich viel mehr an und wie gesagt, pralle Sonne, es ist total schön. Ich kann euch gleich nochmal hier den Ausblick zeigen von dem Liegestuhl aus. Genau, und sonst haben wir jetzt aber heute nichts weiter geplant. Wir haben auch also für die nächsten Tage nur so einen groben Plan. Mal gucken. Ich drehe jetzt mal die Kamera. So, also wir liegen hier auf den Liegestühlen. Wir haben die extra in die Sonne gestellt. Und können hier oben die Viecher beobachten, die hier immer raus und rein fliegen. Und haben ansonsten auch ziemlich unsere Ruhe hier. Ich wollte euch hier nochmal die ganze Umgebung zeigen, weil das ist alles so mega ländlich und irgendwie so, weiß ich nicht. Ich glaube, wir sind gerade echt dabei, uns absolut zu erden, kann das sein? Irgendwie so das komplette Gegenteil von da, wo wir sonst wohnen und uns wohlfühlen. Das heißt nicht, dass wir uns hier nicht wohlfühlen, aber ich glaube, wir erden uns gerade ziemlich. Das endgültige Ziel unserer Reise haben wir gerade erreicht, und zwar sind wir hier in so einem, ach du meine Güte, kann ich nicht einfach drunter durchgehen, aber es ist langweilig, oder? Wir sind hier in so einem... Das war, glaube ich, mal irgendwie... Und dann ist der Baum drüber gefallen. So auch, ja. Wir sind in einem Moorlehrpfad. Hilfe!
Und irgendwie müssen wir jetzt drüber kommen. Das ist einhändig echt nicht gut, ne? Und wie macht ihr das? Oh, Hilfe. So. Also hier war gerade auch der Weg ganz schön zugewachsen. So wie hier ungefähr. Meine einhändig hin oder her, oder du hast kein Kind auf dem Rücken. Richtig. Ihr macht es super. Danke. Filmst du es wenigstens? Natürlich. Na, super. Das war eine ironische Frage. Also bei mir hat es nicht so da geknackt. Ich bin ja auch fett und hab ein Kind immer noch auf dem Rücken. Pass auf seinen Kopf auf. Du kletterst nämlich unter einem. Ja, genau. Sehr schön. Habt ihr ganz toll gemacht. Guck mal, was es noch hier so gibt. Irgendwelche lustigen Kletteraktionen. Oh. Okay, jetzt wird's cool. Jetzt wird's. Ich bin schon längst hier oben gewesen. Na, alter Mann. Oh. Jetzt wird's cool. Wollen wir hier lang gehen? Das sieht irgendwie nicht so. Ich will da mit Karl nicht drüber gehen. Ja, aber ich geh mal hingucken, wo es ja, hin geht. Was habe ich als letztes gegessen? Bei der Moorleiche wird doch das Essen dann im Magen so aufbewahrt, wenn ich jetzt hier reinfalle. Was werden die dann finden, wenn sie mich finden? Bandnudeln. Bandnudeln, Lachs. Ich glaube, ich komme gleich wieder zu euch. Hier ist so ein Runddingens. Das ist ziemlich cool. Das ist sehr schön. Hi. Hallo. Wir wollten hier schön Floß fahren bis da hinten, aber wir kommen nicht dahin. Weil hier sind bestimmt 1 Meter oder so. Das Wasser ist bestimmt 10 Meter tief. Ach man, das wäre zu schön gewesen. Andererseits weiß ich nicht, wie das geendet hätte. Okay, jetzt wird es... Was? Links. Egal. Hier? Meinst du links von der... Wow! Ich will das nicht! Hilfe! Ich fall ins Moor! Ach, hab dich nicht so... Wir haben ja noch gar kein abschließendes Feedback zu unserem Urlaub gegeben, fällt mir gerade so auf. Also ich habe ja irgendwie, als wir da zu dem Moor gewandert sind, gesagt, wir erden uns so, das kann man eigentlich auch so sehen. Also wir waren so viel draußen, wir waren so viel in der Natur, wir haben so viele Sachen gemacht, die man hier im Alltag einfach nicht machen kann. Wir haben so viel schöne Natur gesehen, wir sind solche Schlängelstraßen gefahren, ganz viele tolle Sachen erlebt, das war sehr, sehr schön. Unser Ferienhaus habt ihr ja schon gesehen, das war sehr gut ausgestattet, also es war jetzt auch nicht so winzig, hatte alles, was man braucht, also von der Küchenausstattung, es war ja eine ziemlich neue, gute Küche und wir hatten schöne Fußbodenheizungen in der unteren Etage und das Bad fand ich auch ziemlich cool, so mit diesem Fenster in der Decke und so. Also es war wirklich ein schönes Ferienhaus in sehr ruhiger Lage, auch wenn ich sehr paranoid war die ganze Zeit, weil das Haus war aus Holz. Und sobald es eine Temperaturveränderung gab, hat sich dieses Holz bewegt und geknackt und ich hatte die ganze Zeit voll Angst, so, weil man ist auf dem Land und da stellt man sich immer das Gruseligste vor. Habe ich schon gesagt. Aber es war trotzdem ein sehr schöner Urlaub und wir sind auch mittlerweile zurück und haben schon gefühlte 10 Maschinen Wäsche gewaschen und müssen noch gefühlte 10 Maschinen waschen. Aber wir müssen jetzt nicht, also wir sind gestern wiedergekommen und hatten halt gestern noch ein bisschen, haben heute noch und morgen, also wir müssen nicht direkt von dem einen Tag, wo wir wiederkamen, zum nächsten wieder in unseren normalen Alltag starten, was sehr, sehr, sehr entspannt ist. Und ja, das empfehle ich jedem. Also nehmt euch nach dem Urlaub noch mindestens einen Tag, um irgendwie ein bisschen Ordnung zu Hause zu schaffen oder sonst was. Genau, ich hoffe, das Video bzw. die 2 Urlaubsvideos haben euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich verlinke das letzte, also wo wir das Haus gezeigt haben und alles unten drunter. Und dann bis zum nächsten Video.